Hallo, liebe Nachtschattenwächse, ich bin's wieder, euer Otti. Ich sitze hier im Online-Call mit der Band Glückskinder. Hi erstmal. Hallo. 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 Wir haben uns jetzt noch relativ kurzfristig zusammengetan, weil ich einen Artikel bei euch schreiben darf fürs JA-Magazin und, wie ich das so gerne mache, euch dann gleich in meinem Channel Nightshade TV auch noch vorstellen will. Für diese Vorstellung ist natürlich ganz sinnvoll, ich gehe mal davon aus, dass relativ viele meiner Abonnenten euch noch nicht kennen oder Leute, die zufällig reinschalten. Naja, erstmal ganz allgemein, wer seid ihr beide? Was ist eure Aufgabe in der Band und was zeichnet euch als Gruppe aus? Wer fängt an? Okay, Ladies Ja. first, aber dann fange ich mal an. Okay. Also ich bin der Markus und bin der eigentlich Gitarrist des Duos. Wir sind ja eigentlich offiziell ein Duo, wobei, wenn wir live spielen, auf großen Bühnen, haben wir auch eine Backing-Band dabei. Und gleichzeitig auch Songwriter, wird Sonja auch sagen, also wir schreiben unsere Songs selber. Und ja, kümmere mich auch um die Belange der Band, also alles, was mit Booking zu tun hat, mit Aufgaben, die halt administrativer Art sind. Sagen wir es mal so. Das kurz zu mir. Ich gebe weiter. Ja, ich bin die Sonja. Ich bin die Sängerin der Band Glückskinder. Wir machen Deutschpop. Das hast du, glaube ich, noch gar nicht Stimmt, gesagt, genau, das ne? machen wir auch. Genau. Was machen wir eigentlich? Wir machen Deutschpop und ja, ich bin meist fürs Songwriting in dem Sinne, dass ich die Texte schreibe, zuständig. Da sind wir so ein bisschen aufgeteilt. Und genau, ich rock dann als Frontfrau die Bühne. Ja, cool. Und wenn du das schon so sagst, ich finde es ja auch immer ganz sinnvoll, wenn der Sänger oder die Sängerin in dem Fall die Texte selber schreibt, weil man die vielleicht auch mehr fühlen kann. War das dir dann in dem Fall auch wichtig, dass du gesagt hast, okay, ich möchte schon hinter meinen eigenen Texten, die ich vortrage, auch stehen? Ja, also anfangs war es so, ich habe mich da so ein bisschen vorgescheut, Texte zu schreiben, weil ich das so noch nicht gemacht habe. Und dann hat Markus das sich da mal versucht und da hatte ich dann doch zu viel zu meckern dran. Und dann habe ich gesagt, komm, warum sollte ich es nicht auch selber schaffen? Und also alle unsere Texte kommen auch alle so aus dem tiefsten meiner Seele, meines Herzens, Situationen, die in meinem Leben passiert sind. Also ich denke mir keine Sachen aus, über die ich sie singe. Sondern grundsätzlich, sage ich mal, ist eigentlich immer alles real und erlebt. Und dadurch dann auch authentischer, oftmals, was uns immer oft gesagt wird, dass wir sehr authentisch rüberkommen, halt, weil ich halt auch dahinter stehe, was ich singe. Kann ich nach dem, was ich kenne, jetzt auch definitiv unterstreichen. Ich habe natürlich mich jetzt auch ein bisschen, ne, ausführlicher in euch reingelesen, auch sehr viele von euren Songs gerade heute nochmal in Rotation gehört. Und da kommen wir auch gleich noch zu. Da wir aber, wie gesagt, jetzt wie gesagt auch euch generell ein bisschen vorstellen wollen und ich natürlich auch nur die Sachen von der Website kenne, nochmal ganz kurz, was habt ihr denn vorher gemacht, bevor ihr euch zusammengefunden habt und wie seid ihr dann als Glückskinder zusammengekommen? Ja, jeder hat vorher natürlich auf seine Art und Weise Musik gemacht, ob es nun eine Coverband war oder in englischsprachigen eigenen Bands, also auch schon mit eigenen Titeln. Und zusammengefunden haben wir uns eigentlich, seitdem wir uns auch als Paar zusammengefunden haben. Und dann haben wir überlegt, Moment, wir können ja auch zusammen Musik machen. Jeder hat halt vorher schon Musik gemacht und das hat eigentlich den Auslöser dazu gegeben, dass man gesagt hat, komm, warum soll jeder in seiner Truppe irgendwie was machen? Man lass doch zusammen was machen. Und ja, das hat eigentlich von Anfang an funktioniert und ja, so führen wir es weiter fort. Cool, aber gerade als Paar ist natürlich dann auch eine ganz andere Dynamik, als wenn man jetzt mit anderen Leuten irgendwas macht, ne? Also wie hat sich das denn dann geändert? Also als ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt was zusammen statt mit irgendwelchen Kumpels, Bekannten. Also bei mir war es so, also ich habe immer in Coverbands gesungen, so Schützenfeste, Stadtfeste, so das Typische halt. War so eine mehr so eine rockige Coverband. Und da war es eh, dass ich das so kurz vorm Auflösen war. Weil einer ist dann nach Bremen gezogen, der andere hat ein Kind gekriegt. Und dann hat man sich zu Proben getroffen, dann ist einer eine Stunde zu spät gekommen oder einer gar nicht gekommen. Und da war das sowieso alles am Bröckeln. Und es war dann auch so, dass bei mir auch so der Wunsch da war, ja, wenn du halt coverst, so gut. Also es wird dann immer, sage ich mal, applaudiert und je besser du das halt machst,
Und es wird aber nicht so die eigene Leistung dabei gesehen, sondern Hauptsache, du machst es annähernd an dem Original und dann feiern die Leute. Und irgendwie hat mir das nicht mehr gereicht. Ich habe gedacht, so, ich möchte doch mal für was Eigenes auf der Bühne stehen und da dann mal schauen, wie die Leute reagieren und ob es ihnen gefällt. Und nicht, weil ich fast so wie Melissa Etheridge dann da singe auf der Bühne oder so. Und ja, und da war dann halt so die Idee, wir hatten uns dann halt auch schon kennengelernt. Und ja. Wollen wir nicht mal versuchen, eigene Sachen zu machen? Und so ist das dann peu à peu in Gang gekommen. Ja, cool. Aber wie kommt man dann von einer eher rockigen Coverband zum Beispiel zum Deutschpop, der ohne, ist gar nicht böse gemeint, aber der teilweise sogar Ja, ja. tendenziell eher Richtung Ja, Schlager geht natürlich nur so. natürlich ist ja mittlerweile ein sehr Ja, breites eben. Gebiet. Ja, das kam daher, dass ich schon auch in früheren Bands sehr viele Songs geschrieben habe. War aber eher tatsächlich jetzt nicht rockig, sondern eher so Britpop-mäßig orientiert, weil ich immer großer Beatles-Fan war und auch noch bin, kam aber eher so meine Richtung aus dem Britpop. Und wir haben auch angefangen mit englischen Titeln, die tatsächlich immer noch so ein bisschen in diese Britpop-Richtung gingen, aber halt schon poppig waren und haben auch unsere ersten Auftritte noch unter einem anderen Namen mit englischen Titeln auch ausgeführt und durchgeführt, hatten aber auch immer noch ein paar Covertitel dabei und uns gefielen beidseitig auch ein paar deutsche Lieder gut und haben auch deutsche Lieder, also deutsche Coversongs, Popsongs, zum Beispiel von Tim Bensko, mit in unser Programm eingebaut. Und dann kam, als wir so die erste kleine Fanbase hatten, kamen Leute zu uns, gerade aus diesem Kreis, die gesagt haben, Mensch, warum macht er nicht komplett was auf Deutsch? Erstens war da gerade dieser Deutsch-Hype sowieso, der so gerade anfing. Leider Gottes hört er jetzt so ein bisschen auf. Weil halt, wenn Sonja singt, auf Deutsch einfach das einfach besser klingt, war so die allgemeine Meinung. Also auch authentischer würde es rüberkommen. Ne? Und dann sind wir dazu übergegangen und haben gesagt, okay, dann lass doch mal versuchen, was auf Deutsch zu machen. Und ja, sind dann tatsächlich in den Deutsch-Pop gewechselt. Und da muss man sagen, dass wir von Anfang an eigentlich einen Mentor hatten, der uns so ein bisschen tatsächlich in diese Richtung gedrückt hat. Den kannte Sonja schon vorher, und zwar war das der Stefan Ullmann. Der hat bei June Nigel damals Gitarre gespielt. Dann hat er für Xavier Naidoo Gitarre gespielt. Also er war im Deutsch-Rock-Pop, war er zu Hause. Und bei ihm haben wir tatsächlich unsere ersten Titel aufgenommen, damals noch im alten Grönemeyer-Studio in der Nähe von Mannheim. Und da kam so diese erste, weil als Produzent hast du natürlich auch einen großen Einfluss, in welche Richtung das Ganze gedrückt wird. Und da hat er die ersten von uns geschriebenen Songs tatsächlich dann so in ja, die deutsche Pop-Richtung gedrückt. Und so ist eigentlich so unsere Richtung entstanden. Gut, aber das ist dann gerade fürs Texten wahrscheinlich auch angenehmer. Ne? Ich meine, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch viele Gedichte in meinem Leben schon geschrieben, Deutsch und Englisch, aber die Englischen, da fühlt man sich immer unsicherer, weil man nie weiß, ist das noch cool, ist das authentisch, also zumindest aus meiner Warte. Ja, auf jeden Fall. Wobei das auch wiederum eine Herausforderung ist, weil das verstehen die Leute hier. Das heißt, man darf halt auch nicht, ich meine, im Englischen ist manchmal, also wenn man die Texte übersetzt, denkt man auch so, was haben die sich jetzt dabei gedacht? Also, ne? Wenn man deutsche Texte schreibt, die jetzt nicht unbedingt nur über Herzschmerz gehen, weil wir haben ja, versuchen ja schon, also, Texte zu schreiben, mit denen wir ja aus der eigenen Erfahrung sprechen, die teilweise ja auch so ein bisschen zwar immer positiv, aber auch so ein Touch haben, der auch mal so negative Mit Punkte kritisch betrifft oder manchmal so. kritische Oder Themen, die halt so oftmals in der Gesellschaft ja, vielleicht auch mal ungern angesprochen werden oder nicht so gern besprochen werden oder wo wir uns wünschen würden, dass mal mehr drüber gesprochen wird. Ja, und wenn ich jetzt mal kurz übernehmen darf. Was dann auch jetzt, was wir gemerkt haben, ist durch diesen Deutschpop, dass die Leute einfach auch darüber halt total begeistert sind, weil sie halt verstehen, was gesungen wird. Und also das hören wir immer wieder nach Konzerten. Also endlich mal eine Band, die Texte macht, die auch Sinn ergeben, sagten sie, und die ich auch verstehe. Und
Also das wird eigentlich, ne, also auch bei den letzten Auftritten wieder, fällt mir das immer sehr positiv auf, dass sie alle mal kommen, ey, toll, dass man endlich mal, dass ich endlich mal verstehe, was da gesungen wird. Und halt auch, wie gesagt, dass das auch irgendwo Sinn ergibt und nicht halt immer so über Herzschmerz gesungen wird, sondern halt auch über Themen, wo viele mit dem Alter auch zu kämpfen haben. Und das Erstaunliche ist, wie gesagt, was wir festgestellt haben, wir haben ja auch einen Song dabei, Kämpferherz, der stark das Thema Depression oder über das Thema Depression handelt oder vom Thema Depression handelt. Und dass, wenn wir den Song live spielen, dass unheimlich viele Leute dann auch zu uns kommen und sagen, genau das ist uns auch widerfahren, genau das fühle ich auch. Und also es gibt tatsächlich da Anknüpfungspunkte, wo wir merken, oh, da haben wir tatsächlich irgendwo in so ein Wespennest, will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwo ein Thema aufgegriffen, was tatsächlich viele Leute betrifft, wo vielleicht auch manche Leute gar nicht offen drüber reden. Aber in dem Moment, wo wir es halt offen ansprechen, kommen sie zu uns, öffnen sich und ja, sprechen halt auch drüber. Ja, Das ist. wobei, das ist vielleicht auch gerade die richtige Zeit. Da habt ihr dann natürlich den Nerv der Zeit ein bisschen getroffen. Vor 20 Jahren hätte man euch vielleicht noch dafür verlacht. Vor 20 Jahren war das echt noch für viele ein komplettes Tabuthema. Jetzt hat man zum Ja. Beispiel Leute wie Thorsten Sträter, der dann wirklich offen als bekannter Comedian über seine Depression spricht und so. Wo man dann natürlich auch, ne, wenn ihr dann auch das Thema aufgreift, die Leute merken, wir sind eben alle nicht allein und, Genau. ne? Richtig, Und ja. Nur das wir sind auch einzige alle nicht Problem. perfekt, um gleich mal zu eurer aktuellen Single zu kommen, ne? Genau, so ist es ja. Das Problem, was halt nur existiert, ich meine, es hat sich alles schon geöffnet und wir können es auch live sozusagen präsentieren. Das, was man aber tatsächlich immer noch feststellt, ist, dass die Medien sich immer noch so verhalten, dass sie solche Themen eher nicht bringen, also zumindest was jetzt unsere Songs angeht, als eben Songs, die eine Leichtigkeit haben, die nur irgendwie Freude ausdrücken, also wirklich diese, ich nenne es immer gerne, diese Herzschmerz-Songs, die sind doch vielfach mehr vertreten im zum Beispiel Radio, also in den Öffentlich-Rechtlichen, als Songs, die ja kritisch sind. Weil da hat man uns tatsächlich schon hin und wieder gesagt, eure Songs sind geil, aber die Themen können wir nicht bringen. So, und weil die doch zu, ja, gesellschaftskritisch will ich gar nicht sagen, sind sie ja nicht, aber die sprechen halt Themen an, die ja, eben nicht nur die schöne Welt darstellen. Und das ist das große Problem, womit wir zu kämpfen haben, um überhaupt, sag ich mal, bei öffentlich-rechtlichem Radio gespielt zu werden. Ja, das verstehe ich. Und ich glaube, das ist natürlich auch das Problem, ne? Gerade wenn jetzt diese deutsche Pop-Schiene, die ja jetzt hier aufgemacht wurde, es gibt auch andere Musiker, die tolle Texte machen, zum Beispiel Johannes Oerding, den ich sehr schätze. Absolut, ja. Ne? Aber auch da werden tendenziell eher die weniger anstrengend, ich sag mal, für die Leute anstrengenden Themen, Ja, so kann man es genau, vielleicht nennen, richtig. die werden dann im Radio gespielt und alles andere muss man sich auf Konzerten oder halt, ne, in Genau. Streams oder auf CD abholen. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, die Leute wollen sich, also zumindest der Mainstream will sich in der Musik immer noch ablenken. Der will immer noch irgendwie nicht quasi da aufgerüttelt werden, sondern die meisten Menschen im Mainstream, ist meine Erfahrung, die wollen eben, ne, gute Laune, ja, vielleicht Herzschmerz, aber auch viel positiv, ne, alles ist glücklich. Genau, Und ja. wenn die anderen Sachen, da redet man dann drüber, die hört man sich auch gerne an, aber eher eben im stillen Kämmerlein manchmal. Oder so wie ich komme ja auch sehr stark aus dem Gothic, Rock-Metal-Bereich. Da ist es ja schon wieder eher normal. Da sind die, sag ich mal, kritischen Themen ja eher in der Überhand. Aber Richtig, das ist ja. auch mit einer der Gründe, warum es nie so komplett in den Mainstream kommt, ne? Genauso sieht es aus, ja. Aber wie gesagt, wir achten uns auf die Reaktion der Fans und die zeigen uns immer wieder, dass wir genau den richtigen Weg gehen und den gehen wir auch und schauen wir, was passiert. Eben, also ich denke mal, also wie gesagt, ne, tendenziell trifft ja trotzdem den Nerv der Zeit, der natürlich immer mehr kommt, durch eben auch andere Künstler, die genau in die Richtung gehen. Ich habe auch gesehen, ihr werdet ja durchaus auch gerne mal mit Rosenstolz zum Beispiel Genau, verglichen, ja. wo definitiv auch nicht keine heile Welt gezeichnet wurde in deren Genau, richtig, Musik. ja. Von daher passt das auf jeden Fall sehr gut. Es ist Und sogar tatsächlich, wo du sagst, Rosenstolz tatsächlich, der Peter Plate und der Ulf Krüger heißt er, glaube ich, also sein Partner, die zusammen Songs geschrieben haben, den hatten wir unsere Songs damals auch vorgestellt und die fanden es auch klasse und haben tatsächlich auch gesagt, gerade ihr versucht noch kritischer zu sein, versucht, das war so die Zeit, wo
Sarah Connor diesen Song, wie heißt er jetzt noch? Vincent? Vincent, genau, Vincent rausgebracht hat, der ja auch sehr, sehr kritisch war. Erst komplett verbannt wurde aus den Radios. Und die haben gesagt, so wie ihr das Konzept aufzieht, ist super, seid sogar noch ein bisschen kritischer. Also von denen haben wir tatsächlich auch noch so diesen Anstoß bekommen, ja, so zu sein, wie wir sind, beziehungsweise auch genau diese Themen anzusprechen, weil das gäbe es viel zu selten in der Musiklandschaft oder zumindest im Pop-Bereich. Und ja, das hat uns bekräftigt und so machen wir es halt auch. Ne? Also ich finde es definitiv gut und ich denke, dass das auch eine Zukunft hat. Ich meine, ihr habt ja schon eine gute Fangemeinde und so wie ich das sehe, wächst sie auch Ja, sehr definitiv, stetig. ja. Gut. Und dann lasst uns jetzt genau auf die aktuelle Single kommen, weil die ist ja auch, wie gesagt, ja, kritisch, also beziehungsweise sie greift ein Problem auf, was in Zeiten von Instagram und Co. natürlich aktueller denn je ist. Perfektion oder dieser Zwang, perfekt sein zu wollen, zu müssen. Der Song heißt auch perfekt. Wie würdet ihr aus eurer Sicht den Hintergrund am besten beschreiben oder mit eigenen Worten? Also im Hintergrund des Songs jetzt, also wie wir Genau. dazu gekommen sind. Ja, eigentlich im Grunde genommen hast du das jetzt alles schon fast in ein, zwei Sätzen schon so gesagt, dass es eben so ist, dass oftmals erwartet wird, dass man perfekt ist. Das fängt ja schon damit an, im Job oder sowas, ne? Also wenn du immer alles perfekt machst, dann wird nichts gesagt, aber machst du mal einen Fehler, gibt es gleich einen drüber. Aber sagt keiner mal irgendwie, das hast du jetzt aber mal gut gemacht oder so. Und dadurch, glaube ich, kriegen auch oft die Menschen das Gefühl, halt, wenn sie dann halt nur einen auf den Deckel kriegen, wenn es nicht richtig war, dass sie immer noch nicht gut genug sind. Und das ist einfach, ja, da muss man einfach an sich selber da glauben und auch so zum, also sich sagen, irgendwie, wenn man sich jetzt so liebt, wie man ist, und man schadet, ich sage ja immer, man schadet keinem anderen damit, so wie man ist, dann sollte man doch sagen, Mensch, ich bin perfekt. Und wenn der andere das nicht meint, dann ja, dann ist das sein Problem. Aber ja, oder was du auch sagst, wenn man so sieht, auch manchmal, wie viel tausend Filter auf irgendwelche Fotos gelegt wird und so weiter, was eigentlich gar nicht mehr der Realität entspricht. Und ja, die Menschen, manche trauen sich gar nicht mehr, sich so zu zeigen, wie sie eigentlich sind. Und das ist ja traurig eigentlich, schade. Definitiv. Und vor allem, wenn man sich dann diese Bilder anschaut, im Endeffekt finde ich die weniger perfekt als einen normalen menschlichen, normales menschliches Antlitz. Also wenn man dann einfach nur noch da irgendwie wie so ein Schleier, wie durch so einen Schleier zum Beispiel wirklich Personen anschauen soll und dann denken die von wegen, das wäre schön. Ja, definitiv, klar. Also gerade dieser Begriff Perfekt und Perfektionismus, der lässt sich ja sehr weit deuten. Es gibt ja viele Deutungsmöglichkeiten. Und auch hier ist es so, dass ein übertriebener Perfektionismus tatsächlich Leute auch unter extremen Druck setzen kann, Leute krank machen kann, wo wir auch wieder bei diesem leichten Depressionsthema sind, was halt tatsächlich momentan, wie du auch schon sagtest, so weit verbreitet ist, das glaubt man ja gar nicht. Und da gibt es halt viele Ansatzpunkte und viele Bereiche, die das eben betreffen. Und dieser Perfektionismus ist tatsächlich auch ein Bereich. Und ja, den man halt auf viele Dinge übertragen kann. Ne? Wie gesagt, die sozialen Medien sind halt das beste Beispiel dafür, dass jeder, der sich da präsentiert, meint, ja, sich so, sag ich mal, in Anführungsstrichen, wie es die Allgemeinheit meint, perfekt präsentieren zu müssen. Dabei ist die Authentizität eigentlich das Bessere, perfekt, wenn ich es mal so nenne. Und das Tolle war jetzt eigentlich auch, wir haben ja ein Musikvideo auch dazu. Und da haben wir ja dazu aufgerufen, unsere Fans da mitzuwirken und auch das Thema beschrieben, worum es geht. Und die Resonanz war total klasse. Und wenn die Leute sich das da draußen dann auch mal anschauen, dann werdet ihr sehen, dass das halt immer dann Situationen sind, wo halt was nicht perfekt läuft oder wo man nicht perfekt aussieht oder wo man einfach mal crazy ist oder so. Und wie gesagt, die Resonanz war da so groß, da wollten so viele mitmachen und wir haben so lustige Sachen gekriegt und wir waren da sowas von begeistert von, weil das dann im Endeffekt, also haben wir fast gedacht, das ist so mit eines der stärksten Videos, die wir haben. Weil denen das allen so einen Spaß gemacht hat und oh, es hieß, ja, ich bin auf keinen Fall perfekt, obwohl, naja, ich bin so, wie ich bin, perfekt. Und dann haben sie da echt die tollsten Aufnahmen gemacht und wirklich, wo man auch sieht, dass es wirklich spontan entstanden ist und nicht erst noch irgendwie vorher 3 Stunden im Badezimmer gestanden, damit man auch
toll aussieht, hätte man ja auch denken können, aber es sind, wie gesagt, wenn ihr das euch mal anschaut, werdet ihr sehen, einfach wie aus dem Leben gegriffen und total sympathisch und ja, für uns sind diese Menschen alle perfekt, die da mitgemacht haben. Jeden Fall. Und ich habe es mir natürlich auch angeschaut und gerade weil eben auch da, ne, perfekt ist ja wieder so ein Begriff, der ist ja eigentlich auch relativ. Perfektion ist ja für den einen Ja. was für den anderen ist. Und weil diese Menschen eben sich nicht auf diese aufgesetzte Perfektion gesetzt haben, sondern einfach gesagt haben, okay, ich mache was Cooles, was Lustiges, finde ich es auch sehr authentisch geworden, sehr schön. Und ich weiß nicht, ob ihr es ansprechen wollt, aber es gibt ja auch einen prominenten Cameo eigentlich da drin, ne? Wollt ihr dazu noch was Hast du ihn sagen? entdeckt? Ja. Ich Ja, es wurde haben noch zwar nicht alle entdeckt. bisschen versteckt, ist aber genau richtig, ja. Also wir haben über persönliche Kontakte. Sonja ist halt mit der. Frag ihn doch erstmal, wen er erkannt Achso, ja, hat. wen hast du ja, genau, wen hast du Den ja erkannt? Semmelrogge habe ich dann gefunden. Aber du hast, Genau. Markus, du hast mir auch gesagt, ich soll da mal drauf Guck mal achten. genauer Und hin, dann genau. habe ich ihn auch mit genauem Hingucken habe ich ihn dann erkannt, ja. Genau, unser kleiner crazy Martin Semmelrogge mit seiner Frau Regine, die wir halt persönlich kennen, ja. Und die dann auf Mallorca dann mal ein bisschen ja, abgedanzt haben, weil sie halt auch total begeistert sind von dem Song und sich da auch super mit identifizieren konnten. Und da haben sie gesagt, klar, da machen wir auch mit den Spaß. Und man sieht auch, die haben auch richtig Spaß dabei. Auf jeden Fall. Nee, das ist auch eine coole Aktion. Und ich sage mal, das ist eigentlich auch ein guter Übergang, weil, ne, ich habe mich ja, wie gesagt, jetzt ganz intensiv, was heißt intensiv, aber schon mal ein bisschen mehr mit euch beschäftigt. Und es gibt ein anderes Video, wo ihr auch einige Gäste drin habt, das in eurer Geschichte doch eine etwas größere Rolle gespielt haben dürfte. Das war relativ am Anfang, meine ich, ne? Genau, richtig, ja. Herzenswünsche. Und da ich eh, also ich habe mir angewöhnt, ich mache es nicht immer, aber ich versuche immer mal zum Beispiel auch meine Interviewpartner nach Charities, die unterstützen, zu fragen oder so, dass wir alle die Welt ein klein bisschen besser machen können. In dem Fall habt ihr es ja quasi selbst musikalisch umgesetzt. Wollt ihr davon noch mal kurz die Geschichte aufgreifen und erzählen, wie das damals dazu gekommen ist? Ja, mache ich dann. Ja, wir waren damals bei dem Michael Voss, ein Produzent, mit dem wir unser erstes Album aufgenommen haben. Und über ihn sind wir halt auf die Idee gekommen, in Münster, also das Studio, was er hatte, das ist in Greven bei Münster. Und in Münster sitzt halt der Verein Herzenswünsche. Das ist ein Verein, der schwerkranken Kindern sozusagen Wünsche erfüllt. Teilweise sind es sogar leider auch die letzten Wünsche. Und da sind wir dann in Kontakt getreten, weil wir überlegt haben, wie wäre es denn, dieser Verein Herzenswünsche, der hatte schon einen Vereinssong. Und zwar hat den damals Inga Rumpf gemacht, auch keine Unbekannte hier im deutschen Musikmarkt. Und der war aber schon ziemlich alt und da haben wir überlegt, das wäre doch was Tolles, eben für diesen Verein einen neuen Song zu schreiben, wenn der Verein dem gegenüber offen eingestellt ist. Und ja, der Kontakt wurde dann hergestellt und dann haben wir uns mit der Vereinsvorsitzenden getroffen, haben über alles gesprochen und sie sagte, fände es eine super Idee und wir sollten mal machen. Und dann haben wir gemacht, wir haben den Song produziert und dann haben wir natürlich versucht, Szenen dort einzubauen in den Song, die halt auch wirklich schon mal in der Realität vorgekommen sind. Also Wünsche, die schon mal erfüllt worden sind. Und dementsprechend musste natürlich das, was im Text drin vorkommt, wäre optimal gewesen, wenn wir das dann halt auch in einem Video so hätten präsentieren können, eben mit entsprechenden Leuten oder Prominenten, die eben diese Wünsche erfüllt haben. Gesagt, getan und viel rumtelefoniert und ja, es hat geklappt, dass wir tatsächlich einige dieser Prominente für unser Video dann gewinnen konnten. Und dann Und nicht mal überreden mussten. Also nicht mehr diese, überreden, also ja. wir hätten nie gedacht, es haben alle dann gesagt, wie seid ihr da dran gekommen? Und ja, wir haben einfach Kontakte geguckt, wie man an die Personen rankommt und da Kontakt dann per E-Mail oder Telefon aufgenommen. Und die waren alle, das glaube ich, haben fast alle, bei fast allen hat es geklappt. Ne? Die haben alle sofort nicht gesagt, so nach dem Motto, warte, wir sind die Glückskinder und naja, gut, Herzenswünsche, aber also die waren alle sofort offen und sagten, ja klar, wann wollen wir, wo wollen wir uns treffen zum Drehen und so. Und wir waren, also sehr überrascht davon. Also das war eine aufregende Und Aktion. das Schöne Ja. war, dass viele
viele zu dem Zeitpunkt, wo wir es gedreht haben, entweder sich gerade in Berlin aufgehalten haben oder aber auch in Berlin wohnten oder dort ihr Studio zum Beispiel haben, wie Bosshaus, die ja da auch mitgemacht haben. Dann haben wir halt so eine Route mehr oder weniger uns überlegt und haben dann nacheinander alle mit einem Filmteam abgeklappert und haben dann die entsprechenden Szenen gedreht, die dahinter im Video alle zusammengefügt wurden. Ja. Ist auch sehr schön. Auch da kann man dann auf Entdeckungstour gehen. Wen kennt man von den Promis? Ne? Was haben die für eine Szene? Fand ich eigentlich Genau. sehr, sehr schön. Und das Thema, deswegen wundert mich nicht, dass sie fast alle oder eigentlich, ne, jeder, der irgendwie konnte, wahrscheinlich mitgemacht hat. Weil ich glaube, das geht uns allen nahe. Ne? Ich meine, da gibt es ja gerade Herzenswünsche, wie ihr schon gesagt habt, wendet sich ja auch sehr an Kinder, die halt wirklich, ja, ne, keine lange Lebensprognose haben, die oft dann irgendwie gleich kurz darauf sterben, die vielleicht irgendwie im Hospiz sind und so. Sicher. Oder wo man es zumindest nicht absehen kann. Und da muss man einfach mal ganz klar sagen, ich glaube, das geht jedem unter die Haut, wenn man dann denen wenigstens nochmal eine Freude machen kann. Ne? Definitiv. Und es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass wir, da haben wir in Winnenden in der Nähe von Stuttgart mal einen Auftritt gehabt. Da hat uns ein Jugendlicher angesprochen, der ja von sich aus dann gesagt hat, er hätte unseren Song gehört und wäre total super. Und er ist auch ein Herzenswünschekind. Also wir haben tatsächlich über den Song einige Herzenswünschekinder kennengelernt. Ja, es sind ja Kinder und Und Jugendliche, Jugendliche ne? halt, Das ne? ist ja, Und deswegen. eine davon ist sozusagen ja fast unser treuester Fan bis heute geblieben. Mit der haben wir auch privaten Kontakt. Und die ist auch eigentlich immer fast da, wo wir sind. Und ja, da sind auch tatsächlich persönliche Kontakte durch entstanden. Also wirklich toll. Ich habe gesagt, ganz, ganz tolle Aktion auf jeden Fall. Und ne, auch da den Leuten da draußen, schaut euch das an. Ist auch dann direkt die, ne, Spendenkonto und alles steht damit drauf. Die können, glaube ich, auch, ne, auch wenn die Promis natürlich meinten, unentgeltlich mitmachen, aber natürlich muss trotzdem drumherum auch vieles organisiert werden, wofür die viel Geld brauchen können. Definitiv, auf jeden Fall, ja. Ist auf jeden Fall immer eine sehr, sehr gute Sache, ja. Das bringt mich dann zum anderen Thema, und zwar habt ihr, ne, auf eurer Website, wie es sich gehört, halt auch eine kurze Biografie zu euch. Und da steht drin, dass ihr durch und durch positive Menschen seid. Da erstmal die Sache, ne, ihr habt gleichzeitig aber auch sehr viele kritische Themen, wie ihr selber sagt. Wie passt das zusammen, dass man dabei positiv ist und auch diese Positivität nicht verliert? Und dann daran anschließend auch, wie passt das zusammen oder wie macht ihr das in einer Welt, in der im Moment gerade sehr viel Negatives auch stattfindet? Vielleicht gefühlt mehr als je zuvor, zumindest subjektiv. Definitiv, ja. Was du? Ja, jetzt kommt wohl eher mein Thema dann. Ja, also wenn ich die Positivität, die ich natürlich auch nicht immer habe, verlieren würde, dann, ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich hier nicht mehr sitzen. Also, weil ich leide schon seit ja, frühester Jugend an Depressionen und habe auch ADHS und eine Angststörung. Also, das begleitet mich eigentlich schon mein halbes Leben lang. Und da gab es natürlich, klar, da gab es auch Momente, in denen ich überhaupt nicht positiv war. Aber wenn ich nicht dieses tiefste Innere, was eigentlich in meinem Herzen drin ist, dieser kleine, manchmal dann nur vielleicht noch ein kleiner Funke Positivität ist. Aber wenn der nicht immer wieder, wenn ich da nicht dran arbeiten würde, dass der immer wieder wächst und wieder rauskommt, dann glaube ich, sähe es nicht so gut aus. Und dadurch ist es ja auch, also es sind zwar immer kritische Themen, also so wie auch Kämpferherz ja, wo ich von meinen Erfahrungen als Depressionskrankheit rede, aber es ist immer wieder, dass man sich davon halt nicht unterkriegen lässt. Also das ist doch immer wieder, sicher wird es nie immer positiv, aber dass man zum Beispiel auch manchmal sagt, das ist alles ein Teil meines Lebens und ich muss damit irgendwie das an die Hand nehmen und bin dabei, ja, damit zu leben, aber trotzdem auch noch die schönen Dinge des Lebens zu sehen. Und ja, deswegen ist es immer schwierig. Also manche sagen auch immer, wenn die uns mal kennenlernen, also als wir da noch nicht so drüber gesprochen haben, als ich dann erzählt hatte, mal in so einem Zweiergespräch, ja und so, ich habe auch Depressionen und so, wie, du hast Depressionen? Ich denke, du bist ein Glückskind und ihr seid auch immer so am Lachen und sowas alles. Und dann sage ich so, ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Und da versuche ich halt immer so ein bisschen, ja, den Menschen, denen es ebenso ergeht, dadurch halt ein bisschen so zu helfen. Und dadurch ist ja auch das Kämpferherz entstanden, dass wir zur Deutschen Depressionsliga gekommen sind. Wir sind ja seit gutem halben Jahr, würde ich sagen, wir wurden gefragt halt aufgrund unseres Songs Kämpferherz, ob wir Botschafter der Deutschen Depressionsliga werden möchten.
wo ja, wo du eben schon sagtest, der Thorsten Sträter ist ja der Schirmherr. Und genau, und da haben wir jetzt, so wie wir damals halt so ein bisschen bei Kämpferherz, haben wir jetzt so ein bisschen so dieses Thema aufgegriffen, Depression, wo wir uns halt da halt ein bisschen stärker oder stark für einsetzen möchten. Und ja, damit die Menschen sich da draußen, die halt an dieser Krankheit leiden, nicht so alleine fühlen. Und was man ja sagen muss, Sonja hat es ja schon so, auch angesprochen, dass unsere Songs, wenn man sie genau hört, zwar alle irgendwo diesen kritischen Aspekt beinhalten, aber alle lösen sich auf. Also jeder Song hat einen motivierenden Aspekt. Ne? Also er wird sozusagen immer ins Positive gedreht, dass wir Leuten Mut machen, dass wir eben motivieren, auch wenn sie unter Depressionen oder irgendwelche Probleme haben, versuchen wir immer aufzuzeigen, Mensch, ne, es geht halt auch anders, dass man damit umgeht. Und also wir versuchen einfach tatsächlich immer diesen positiven Aspekt in den Songs letztendlich auch überwiegen zu lassen. Meistens sind die Refrains werden dann sozusagen die positive Auflösung der Songs. Ja, macht ja auch dann Sinn. Ich meine, ne, wenn die Band schon Glückskinder heißt, wäre es ja auch dann eher kontraproduktiv, wenn es dann nachher irgendwie Wenn alles es genau so ist im es. Negativen enden würde. Aber auch ein sehr cooler Ansatz, finde ich definitiv, ja. Gut, und dann lasst uns jetzt noch zu einem Thema kommen. Ich habe mir im Vorfeld schon erzählt, die nächste Nummer ist auch schon in Arbeit. Da weiß ich jetzt noch nicht viel drüber. Von daher erstmal, ne, was wollt ihr dazu schon erzählen? Was könnt ihr erzählen? Ja, der nächste Song, also bei uns ist es tatsächlich immer so, dadurch, dass wir jetzt seit Anfang 2022, mit Dom Revenius, eigentlich einem internationalen Produzenten zusammenarbeiten. Sonst war es immer so, man kennt das ja, man geht ins Studio, bucht sich da ein, zwei Wochen oder Wochenenden ein, nimmt dort einen ganzen Schwung an Songs auf. Seitdem wir mit Dom zusammenarbeiten, machen wir es anders, weil manchmal ist er sehr häufig in Amerika. Das heißt, er recordet in Amerika. Wir nehmen hier bei uns, also wir haben hier, wie du so im Hintergrund erkennen kannst, unser kleines Home Recording Studio, womit wir allerdings auch sehr gute Qualität schon rüberbringen. Und hier bereiten wir vor, also hier machen wir die Vorproduktion und er produziert sozusagen das Ganze dann fertig. Die Vocals nehmen wir hier auf und er mixt das Ganze dann, sage ich mal, zu einem perfekten Endmix zusammen. Und da ist es tatsächlich so, dass wir immer Song für Song aufnehmen. Also nicht jetzt irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Titel auf einmal, sondern wir nehmen einen Song auf, recorden einen Song, dann wird er rausgebracht, dann wird überlegt, zu Spotify-Zeiten muss man ja alle 6, 8 Wochen irgendwie einen neuen Song rausbringen, damit der Algorithmus auch mitspielt, wie es so schön heißt. Leider Gottes hat es sich dahin entwickelt. Und dann überlegen wir uns, wann gehen wir den nächsten Song an. Und tatsächlich, jetzt sind wir in der Produktion des nächsten Songs schon, wobei Perfekt ja noch brandaktuell ist. Und dieser Song wird aller Voraussicht nach Anfang November dann erscheinen. Ja, schauen wir mal. Das Endergebnis wissen wir selber noch nicht. Und Thema wird auch noch nicht verraten. Na gut, dann halten wir das unter Verschluss. Aber ihr habt mir im Vorfeld verraten, mit diesem Song wollt ihr euch auch beim ESC bewerben. Das Richtig, können wir genau. verraten. Definitiv, das können wir verraten, aber wir werden uns tatsächlich, da dieses Jahr wieder eine offene Bewerbungsphase ist, in den letzten Jahren oder letzten zwei, glaube ich, wurden die Künstler durch die Plattenfirmen bestimmt, durch die paar großen, die wir noch haben. Und dieses Jahr ist es wieder so ein offenes Bewerbungsverfahren, wo sich also jeder, der meint, da seinen Beitrag zu leisten zu können, darf sich da bewerben mit einem Bewerbungsvideo. Angaben, die man entsprechend dort ausfüllen muss in diesem Formular. Und halt dann einen möglichen, was aber noch nicht der Endsong sein muss, aber halt einen möglichen Song zum Vorentscheid des diesjährigen ESC. Ja. Das ist ganz schön mutig, sage ich mal, sich als deutscher Act jetzt beim ESC zu bewerben nach den letzten Jahren. Weiß nicht, ich muss das Definitiv, ja, da sagen, muss, ja. Michael Schulte hat hier vor ein paar Tagen noch vor der Tür, also wirklich bei mir vor der Haustür gespielt, quasi Ja. umsonst und draußen. Das war sehr cool. Und der hat ja noch einigermaßen irgendwie was wissen. Danach ging es ja irgendwie steil bergab.
Das war so der letzte, der tatsächlich noch ein einigermaßen vernünftiges Ergebnis erzielt hat, richtig, ja. Und danach, ja, das Problem ist, ich hatte letztens noch mit so einem Fachmann auch darüber gesprochen, noch, dass das Problem ist wohl gewesen, dass wir mit den deutschen Künstlern eigentlich immer hinterhergelaufen sind. Dass wir also quasi immer einen Trend aufgegriffen haben, der aber eigentlich schon irgendwie tatsächlich ein bisschen vorbei war und hat versucht, da irgendwie auf so einen Zug aufzuspringen, was wohl offensichtlich nicht funktioniert hat. Und der ESC ist ja sowieso in den letzten Jahren ziemlich aufgebauscht worden, also in Mega-Shows, da sind die Light-Shows fast besser als viele Künstler, die da auftreten. Und dass vielleicht mal tatsächlich wieder die Zeit ist, einen Schritt wieder zurückzugehen, vielleicht mehr eben Authentizität zu zeigen. Wenn man überlegt, damals Nicole hat sich mit ihrer Akustikgitarre hingesetzt und einen Song gesungen. Selbst Lena war authentisch als junges Mädchen damals, wie sie ihren Song da präsentiert hat. Also im Grunde genommen alles, was Michael Schulte war eigentlich auch authentisch. Ne? Der hat sich auch dahingestellt und gespielt. Also alles, was irgendwie so groß aufgemotzt wurde, ist eigentlich in die Hose gegangen. Und deswegen wäre vielleicht die Möglichkeit da eben wieder mit etwas mehr, gerade in der heutigen Zeit, Authentizität daran zu gehen und wirklich ja, sich ehrlich, echt zu präsentieren. Deswegen versuchen wir es, weil wir sagen, so sind wir. Aber man weiß natürlich nicht, wie es die Entscheider des NDR sehen, die da ihr Gremium haben. Und naja, mehr als versuchen kann man nicht. Weil ich auch sagen muss, ich habe schon einige, auch gerade kleine Künstler in meinem Umfeld und so, die alle gesagt haben, ach, wir bewerben uns jetzt wahrscheinlich, weil es jetzt wieder offen ist, denkt sich jeder erstmal, man kann es probieren. Die werden wahrscheinlich überflutet mit Mit Leuten, Sicherheit, ja natürlich. klar. Also da dann nachher sich durchzusetzen, ist schwierig. Weil ich sagen muss, ich persönlich war dieses Jahr sehr enttäuschend und auch sehr überrascht, weil ich hätte bei Lord of the Lost zumindest gedacht, dass sie nicht ganz so unten durch sind, quasi, weil, ne, ich sag mal, Rockfans gibt es in jedem Land. Das heißt, Ja, die müssen zumal dann die ja aus jedem eigentlich Land auch entsprechend. international ja auch schon Bekanntheit hatten, klar, Ja, natürlich. eben. Und ich kenne die auch schon recht lange und so, und ich habe deren Weg auch verfolgt. Also es ist jetzt nicht so, ne? Das war dann für mich so, wo ich gedacht habe, irgendwo ist es halt sehr schwer nachzuvollziehen, warum Deutschland selbst mit sowas, ne, man muss ja nicht erwarten, dass man ganz oben landet, aber komplett wieder auf dem letzten Platz. Das war Wirklich auf dem dann. letzten, ja, das ist klar. Also was da manchmal eine Rolle spielt, das weiß man natürlich auch nicht. Kann auch sein, dass alle irgendwie gegen Deutschland voten. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Manchmal spielen ja auch irgendwelche Politikums eine Rolle. Man weiß es halt nicht. Auf jeden Fall ja, sollte man halt versuchen, tatsächlich vielleicht wieder mit einem etwas geänderten Konzept an die Sache ranzugehen. Und wer weiß, vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Man weiß es Ich wollte alles nicht. sagen, wir haben da Bock zu, das zu machen. Und wir versuchen es. Und Genauso ist es ja. wie hat immer so schön ein Bekannter von uns gesagt, Nein hat man immer schon in der Tasche. Warum sollte man dann nicht versuchen, Ja zu kriegen? Und ja, warum sollen wir dann in ein paar Jahren sagen, ach, hätten wir mal, oder so, wir machen es einfach und dann gucken wir, was draus wird. Ja, klar, auch nichts zu verlieren. Jetzt ganz ehrlich, ich Nö. meine, Lord of Lost haben definitiv nichts dadurch verloren. Die sind trotzdem bei ihren Fans und bei allen eher im Ansehen Definitiv, noch ja. gewachsen. Hier, wie hieß der davor? Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, der auch am letzten Platz gelandet ist. Aber wenn man ihn in Interviews trifft, er hat ja auch nur dadurch gewonnen. Und letztlich geht es auch Ja, nur auf um jeden den Fall die Spaß an der Bekanntheit, Sache. Ne? genau. Irgendjemand muss halt auch Letzter werden. Das ist das Prinzip bei solchen Wettbewerben. Ne? Ja, auch bei sowas darf man sich natürlich nicht dann, sag ich mal so, selbst runterziehen und den Glauben an sich verlieren, weil dann sollte man da gar nicht erst antreten. Also man muss natürlich damit rechnen, tatsächlich bei sowas auf dem letzten Platz zu landen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, wenn man als Künstler die Chance hat, da tatsächlich aufzutreten. Selbst der Vorentscheid ist ja eigentlich Ja. schon eine Sache, der unheimlich Publicity bringt. Und das ist eigentlich das, was er in erster Linie für den Künstler schon mal eine tolle Sache ist. Genau. So erreichen tut man immer Leute. Das ist. Erreichen tut man immer welche, genau richtig, ja. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich auch schon sehr, sehr viele schöne Sachen besprochen. Ich werde auf jeden Fall einen guten Artikel gleich noch schreiben können. Schön. Eine Abschlussfrage braucht es aber immer und die ist mir gerade sogar spontan eingefallen. Ich fürchte nur, ihr habt sie bestimmt schon mal gestellt gekriegt. Aber wenn ihr schon Glückskinder heißt, was bedeutet denn für euch jetzt Glück? Ich weiß gar nicht, ich glaube, uns ist sie noch nicht gestellt worden, ne, wenn ich Nee, jetzt so ehrlich bin. also so direkt, was Glück bedeutet, tatsächlich nicht. Nee.
Also ich denke mal, ja, Glück hat eigentlich ist auch so ein Wort oder so ein Begriff, der verschiedentlich definiert werden kann. Ich meine, für jeden ist Glück etwas Für anderes. dich, was ist für dich Glück? Für mich ist Glück du. Oh, Wie süß. ne, also das, ne, also man kann ja Glück auf verschiedene Art und Weise haben. Glück im Privatleben, Glück natürlich auch in der Musik, ne, dass wir das Glück hatten, bisher tatsächlich für unsere Verhältnisse so weit zu kommen, immer mit Top-Leuten zu arbeiten, was auch nicht jeder kann oder nicht jeder hat die Möglichkeit, sag ich mal, auf so eine Art und Weise Musik zu produzieren, beziehungsweise dann auch, wenn man sich unseren Werdegang so anschaut, immer so Step by Step einen kleinen Schritt weiter nach vorne zu kommen. Und also wie gesagt, es gibt verschiedene Interpretationen von Glück, gibt es in verschiedenen Bereichen. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, auch ich würde sagen, eigentlich, ich bin so glücklich, wie ich bin jetzt. Also ich habe, meine Familie ist noch vollständig, obwohl mein Vater sehr krank ist. Und da bin ich einfach glücklich drüber, dass wir hier auch zusammen in einem Haus wohnen und halt so das Familienleben noch leben können und drei süße Hunde haben, die mich glücklich machen und einen Mann, der mich glücklich macht. Und freue mich auf alles, was irgendwie ja noch dazu kommt an Glück. Was ihr zum Beispiel auch, was die Musik angeht oder so. Also auch das tun zu können, Ja. was einem Spaß macht, sagen wir es mal so. Es gibt ja unheimlich viele, viele Menschen, die müssen bestimmte Dinge machen, sei es jobmäßig oder so, um halt weiterzukommen, um Geld zu verdienen oder obwohl sie es nicht gerne machen. Und ich denke mal, viele dieser Leute sind, wenn man sie fragt, in gewisser Weise unglücklich. Aber wenn man die Möglichkeit hat oder ge die Möglichkeit geschenkt bekommt, wenn man so sagt, das machen zu können, was einem Spaß macht, wo man drin aufgeht, ich denke, das erzeugt auch jede Menge Glücksgefühle und jede Menge Glück, ja. Ja, und das kann eigentlich, finde ich, auch jeder, denke ich, erreichen. Viele sagen dann immer, ja, das geht ja nicht und ich muss ja das Geld haben, muss die Wohnung bezahlen und so. Aber man kann auch gucken, dass man mit anderen Dingen, sage ich mal, ja, Geld verdient. Ich habe auch war 15 Jahre im Büro, ich habe den Job an der Wand gehangen, weil an Nagel gehangen. Jetzt fange ich auch dran, mit den Sprüchen jedenfalls zu drehen. Weil ich so einen ganz, ganz bösen Chef bekommen habe, der mich sehr krank gemacht hat. Und ja, jetzt versuche ich einfach nur noch Sachen zu machen. Bin sehr kreativ und mache jetzt Schmuckdesign, habe auch eine Internetseite, also mache das jetzt auch schon so recht professionell und die Leute kaufen auch was und bin dann noch in der Tierarztpraxis von meiner Freundin am Arbeiten und so. Sicher, ich habe nicht mehr, wir können jetzt nicht mehr unbedingt in die Karibik fahren, aber dafür haben wir einen Campingplatz am Ja. Muttersee und der uns glücklich macht. Also man muss nicht das dickste Auto vor der Tür haben und die größten Reisen machen, um glücklich zu sein, finde ich. Was wichtig ist, jetzt spoilere ich ein bisschen unseren neuen Song. Man muss immer an sich selbst glauben. Ja, dann noch ein bisschen was verraten. Ein bisschen was verraten, genau. Ja, ist doch perfekt. Dann haben wir da ja nochmal einen wunderbaren Abschluss, wo die Leute dann jetzt neugierig werden können. Nochmal. Nochmal, Ja, genau, ja. dann danke ich euch für das schöne Gespräch. Hat echt Wir Spaß danken gemacht und ebenfalls. dabei aber auch sehr informativ, sehr tiefgehend, was ich auch immer sehr wichtig finde. Euch da draußen natürlich danke fürs Zuschauen. Schaut Vielen euch die Dank. Band an, hört euch die Band an vor allem, ist ganz wichtig. Die Videos lohnt sich. Ja, und ich würde sagen, für heute war es das. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dann. Tschüss. Tschüss.